Verstanden, wir sind unterwegs. Achtung, Makarov und seine Leute könnten noch drin sein. Falls ja, bringen Sie ihn raus, lebend. Verstanden, wo sind Sanitäter? Rettungskräfte kommen erst rein, wenn der Tatort sicher ist. Makarovs nächstes Ziel könnte die VIP-Lounge auf der dritten Ebene sein. Schöner Scheiß, Mann. Allerdings, Ghost und ich brauchen 10 Minuten, schnappen wir den Kerl. Ende. Makarov hat den Flughafen angedroht, aber das Stadion angegriffen. Er ist völlig irre. So ein Scheiß. Überall Zivilisten. Okay, jetzt zielt schießen. Wir müssen mit allem rechnen. Und Makarov? Du kennst den Befehl. Es bleibt dabei. Wir schnappen ihn lebend. Stopp! Weg! Los! Schöner Scheiß, Mann. Achtung! Achtung! Echt knapp. Wir sind noch heil. Vorsicht! Scheiße! Was für ein Chaos! Das war Makarovs Plan. Polizei, da vorne! Wir waren schnell hier. Töten Zivilisten! Kontakt! Feuer erwidern! Ihre Kreis gibt sich als Polizei aus. Das gibt Ihnen Zugang zum VIP-Bereich. Ist auf Ebene 3. Gehen wir. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Modern Warfare 3. Ja, vier Jahre zuvor, als der Makarov seinen ersten Plan Kontakt, oben auf der Treppe. Gemacht hat. Und zwar Ziele, das Stadion von Verdansk anzugreifen. Treppe am anderen Ende. Sie führt auf die dritte Ebene. Ja. Das war. Kontakt voraus! Bewegung! So, das war ein Zivilist. Ja, sorry, wenn der in Schusslinie läuft. Gut, Eagle, hier Bravo 6. Wir sind drin, rücken zum VIP-Bereich vor. Achtung, innerer Kreis gibt sich als Polizei aus. Ende. Verstanden. Alle Polizisten vor Ort gelten als Feinde. Bestätigt. Weiter durch den Umlauf vorrücken. Rauch das, Soap. Bin in Bewegung. Wo denn? Ja. Hä, wo hat er denn jetzt geschossen? Irgendwie kommt sie so Gut, vor. Gut, Eagle, hier Bravo 6. Wir als sind drin, rücken zum VIP-Bereich vor. Achtung, innerer Kreis gibt sich als Polizei aus. Ende. Verstanden. Alle Polizisten vor Ort gelten als Feinde. Bestätigt. Geh nach links. Ich drücke vor. In Bewegung. Ist jetzt hier ein Gegner. Und bleiben. Ja. Leute, das ist das Stadion. Das kenne ich noch aus Verdansk-Zeit. Die Fixer setzen Granaten. Ey, Digga. Weiter durch den Umlauf vorrücken. Ich will mir das doch nochmal angucken. Ja. Ich du musst da weg, du bist ungeschützt. Ich als vor. Ob ich hier nicht rauf darf. Als ob ich nicht mal ins Stadion rein darf. Wie ehrenlos darf man denn sein? Alle Fußballfans sitzen übelst angepisst. Gut, Eagle, hier Bravo 6. Wir sind drin, rücken zum VIP-Bereich vor. Achtung, innerer Kreis gibt sich als Polizei aus. Ende. Verstanden. Alle Polizisten vor Ort gelten als Feinde. Bestätigt. Weiter durch den Umlauf vorrücken. In Bewegung. Der hatte auch Schwarzes an. Mann. Gut, Eagle, hier Bravo 6. Wir sind drin, rücken zum VIP-Bereich vor. Achtung, innerer Kreis gibt sich als Polizei aus. Ende. Verstanden. Alle Polizisten vor Ort gelten als Feinde. Bestätigt. Weiter durch den Umlauf vorrücken. Rücke vor. Die Fixer. Schalte sie schnell aus. Unten bleiben. Bin in Bewegung. Rücke vor. So. Jetzt aber. Ich rücke vor. Rauch voraus. Vorsicht. In Bewegung. Vorrücken, Sergeant. Wir kämpfen uns zur Treppe durch. Leute, Ronaldo oder Messi? Das ist die wichtige Frage. Was ist denn mit der KI los? Boah, ich krieg echt gleich einen Anfall. Bin in Bewegung. Rauf voraus. Vorsicht. Vorrücken, Sergeant. Wir kämpfen uns zur Treppe durch. Bin in Bewegung. Bringt euch in Sicherheit. Ey, das Nervige ist nicht, dass ich das noch mehr weiter spielen muss, sondern dass ich immer dasselbe labert hier. Digga, was ist denn mit dem Spiel los? Oh, ich krieg echt gleich einen Anfall. Bin in Bewegung. Rauch voraus. Vorsicht. Vorrücken, Sergeant. Wir kämpfen uns zur Treppe durch. Bringt euch in Sicherheit. Digga, ich sehe nichts im Rauch. Runter.
Ich werfe jetzt aber eine Granate. So. Weiter durch den Umlauf vorrücken. Kürze durch den Shopper. Meine Fresse. Rücke vor. Was für ein Chaos ist denn hier? Der ist einfach gepanzert. Nein! Gottverdammt! Sein. Nach dir, Soap! Rücke zur Treppe vor! Los, hör! Typisch russische. Zwei ausgeschaltet auf der Treppe! Verstanden. Nächste Ebene, Satz. Was kann ich denn dafür, wenn der Weg steht, Mann? Spiel bitte. Oh, oh ja, das kann ich auch. Leute. Zwei ausgeschaltet auf der Treppe. Verstanden. Nächste Ebene, Satz. Ziele meine ausgeschaltet. Meine Fresse. Alter. Typisch russische Polizisten. Geht auf den Sack. Ja, jetzt heu nicht rum. Nein, ich schieße nicht. Chefetage, der VIP-Bereich ist in der Nähe. Wir müssen da rein. Gesichert. Ich sehe den VIP-Bereich. Aktivität im Inneren. Achtung, nach dir, Sergeant. Hier treffen wir wahrscheinlich Messi. Hände hoch! Die Hände sehen! Rettungskräfte, nicht schießen! Wie seid ihr reingekommen? Die Security hat uns reingelassen. Zu wem gehört ihr? Bitte, wir wollen Scheiße, ihr Leben retten. Scheiße, ich brauche Hilfe hier. Soldat, bitte helfen Sie uns. Bleib hier, Sergeant. Diese Leute müssen dringend in den Schatten. Hörtet sie! Wow. Digga, was für Assis. Sicher! Sergeant, was abgekriegt? Nur die Weste. Alles gut. Seht mal, die hatten Sprengsätze. Das hier war ihr nächstes Ziel. Gold Eagle, Sprengladungen im VIP-Bereich. Keine Spur von Makarov. Verstanden. Bereich sichern. Rundum ist alles gesperrt. Wenn Makarov weg will, muss er schnell sein. Sind 5 Minuten entfernt. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Verstanden. Die Tiefgarage. Bestätigt. Sprengsätze sichern. Dann zum sekundären Exfiltrationspunkt. Verstanden. Okay, Leute, schnell runter. Komm, komm, komm. Ich weiß, wo er VIP-Raum ist. Gutes Captain. Auge. Ziehen! Komm mal. Haltet Ausschau nach Makarov. Wieso sprichst du in der Mehrzahl? Hier ist keiner mehr. Feuer einstellen. Das ist ein Zivilist. Schnell in Sicherheit. Los. Da kommt ein Fahrzeug. In Deckung. Könnte Makarov sein. Dann Feuer. Raus aus dem Fahrzeug. Achtung. Los, hinterher. Ausgeschaltet. Vorwärts und sichern. Jo. Beim Rettungswagen. Öffnen. Captain, ganz ruhig. Die Hände hoch! Kozluki! Jesus Christus. Wer ist es? Wladimir Makarov, raus aus dem Fahrzeug, sofort! Ganz vorsichtig. Das ist weit genug. Und jetzt keine Bewegung. Durchsuchen. Sie haben Angst, Captain. Das sollten Sie. Schnauze. Auf die verdammten Knie! Er ist sauber. Wollt ihr mich töten? Kam mir in den Sinn. Ihr solltet es tun. Und ich rate dir, du sagst deinen Männern, sie sollen aufgeben. Dafür wurden sie nicht ausgebildet. Das ist mehr eure Strategie. Achte auf ihn. An alle, wir haben Makarov. Beginn Extraktion. Roger, John. Sie werden um ihn kämpfen. Darauf zählen wir. Okay, nach links. Wir sichern die Fahrzeuge und rücken vor. Roger. Na los! Sicher! Bewegung! Bewegung! Bewegen, Mann. Denkt ihr, ihr könnt mit mir hier rausspazieren? Hopp, hopp, hopp. So, dann tragen wir dich raus. Los! Meine Festnahme bedeutet gar nichts. Jetzt, aber ich kann auch dir deine Beine wegschießen und dann fährst du halt mit dem Rollstuhl. Ey, jedes Mal muss mir irgendjemand vor der Flinte laufen.
Das ist doch nicht wahr. Das passiert Kontakt. Jedes Mal. Au, direkt einen Molotow in die Fresse bekommen. Ich glaube, das ist nicht gesund. Dankeschön. Ich hab keinen Bock mehr, wirklich. Ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch. So, ja, Makarov, lauf. Kontakt! Geh schon mal hier rüber. Ich habe Makarov! Erwidern! Wir nehmen große Verluste! Genau. Finde ich auch so, Leute. Was ist das? Ja, zum Glück. Bestätigt! Schnapp dir Makarov und dann los. Wo ist er denn? Ich nehme ihn. Hier sind wir nicht sicher. Wir müssen weiter. Ihr seid nirgendwo sicher. Dein Glück verlässt dich, Makarov. Weiter! Kann ich Ihnen so die ganze Zeit Glück. Einen nackten Klatscher geben? Ich glaube an Planung. Nackenklatscher. Ist nur schlechte Planung. Aber ein Blick auf euren Sergeant. Weiter. Verflucht eure Dummheit. Einfach so ein Secret-Raum. Kümmer dich um dich selbst. Jeder Mann ist ersetzbar. Ja, Fresse halten und weiter. Selbst ich. Wir müssen. Bewegung! Gott, du bist kein Soldat. Du bist ein Kriegsverbrecher. Wir brauchen medizinische Hilfe. Was hindert dich daran, ihn zu helfen, Sergeant? Du! Das ist deine Entscheidung. Du warst das, nicht wir. Das sind unschuldige Leute. Niemand ist unschuldig. Was, wenn ich das nicht mache? Ja, okay, ich muss es wohl. Krieg Komm. Ist Verrat. Ja, weiter. Genug von diesem Scheiß. Ich bin durch. Die Luft ist rein. Ich sehe den Ausgang. Hier lang. Beweg deinen Arsch. Zeit, hopp, dich ein paar von meinen Freunden vorzustellen. Oh, wo sind sie? Ich sagte Bewegung. Ganz nah. Das sind meine auch. Was? Ich bin hier, weil ich eine Botschaft habe. Was? Was ist denn jetzt passiert? Wende Makarov nicht zu lange den Rücken zu. Was? Und Price lässt das so Makarov machen? Halte Makarov in Bewegung. Dein Arsch! Zeit, dich ein paar von meinen Freunden vorzustellen. Oh, ah, ja. Wo sind sie? Ich sagte Bewegung. Ganz nah. Da merkt das man... Das sind meine auch. Deine Teammates sind die größten Arschlöcher. Sie greifen an! Ich hab Makarov. Schalte sie aus! Auch von hinten. Oh nee, er hat eine Feuerschule. Wieso krieg ich das immer ab? So, ganz leise ausgeschaltet. Ist hier noch einer? Die Luft ist rein! Gut, alles gesichert. Auf Chef, ich komm. Keine Bewegung. Ran ans Tor, Sergeant. So, bin dran. Öffne es. Andere Seite, Wladimir. Schnell! Naja, er macht zumindest das, was er. Gold Eagle, soll. Wir sind draußen. Ostseite des Stadions. Wie ist der Status? Bravo 6 sind in Position. Achtung! Feindliche Truppen nähern sich von Norden. Ghost gibt Scharfschützenunterstützung. Verstanden. Treffen am primären Exfiltrationspunkt. Ende. Ich nehme Makarov. Mach den Weg frei. Abgefeuert. Aber ihn erwischt. Ziele, linke Seite. Ziel getroffen. Hab einen. Ghost, du bist einfach ein Schätzchen. So, die Seite ist gesichert. Hallo. Der hat sich auch als kranken. Ziel entdeckt! Noch eine weniger. Hab hier jemand mit Schild. Links aufpassen. Digga, wir singen mich hier. Noch fünf Bedrohungen.
kurz hier. Vier Ziele bewegen sich noch. Feuer, der gehörte mir. Noch zwei Bedrohungen. Schande. Einer ist immer noch da unten. Schuss abgegeben. Umgelegt. Ja, Mann. Alles sicher, keine Bedrohungen in Sicht. Rücke mit Makara vor. Bravo 6, wir nähern uns der HLZ. Verstanden, sind auf dem Weg. Okay, der macht Jungs. Oh, das ist der OG Ghost. Wie geil ist das denn? Bewegung, Bewegung! Simon Riley. Ich dachte, sie bleiben am Flughafen und sterben dort. Wenn du leben willst, bedroh nicht meine Männer, Wladimir. Sind wir jetzt beim Vornamen? Hörstel? Du kennst also Namen. Jeder kann ein scheiß Dossier lesen. Was ist der Rest deines Plans? Das? Was meinst du mit das? Erstaunlich. Ihr seid dümmer, als ihr ausseht. Ich habe etwas gefragt. Ich habe auch eine Frage. Wie spät ist es? Was zur Hölle interessiert dich die verdammte Zeit? Zeit ist alles generell. An das hier werden wir uns alle erinnern. Einige lieber als andere. Der Flughafen! Er hat uns abgelenkt! Verdammter Drecksherr! Schießt das perfekte Hirn aus, Makaro. Du, ich schwöre bei Gott, du hast na los! Halt dein Maul! Lass mich ihn töten! John, wir haben ihn. Er ist in Gewahrsam und geht nirgendwo hin. Zurück, Sergeant. Ich dachte, ihr werdet die guten Jungs. Dafür schmorst du in der Hölle. Du stirbst im Gulag mit den anderen russischen Ratten. Wir sehen uns wieder. McTavish. Versprochen. Ich hätte dich nicht aufhalten sollen. Damals war es richtig, Captain. Ja, damals. Sichere Übertragung, Pentagon-ID. Ich habe keine Freigabe. Nein, Nick. Setz dich. Kate, reden wir. Ich habe nach Ihnen gesucht. John, die Familie beisammen, umso besser. Was wollen Sie? Wladimir Makarov, genau wie Sie. Fahren Sie fort, General. Neuigkeiten zu Makarovs Bankgeschäft. Geht uns am Arsch vorbei. So, wer das Geld findet, findet auch ihn. Wo sind die Infos her? Ohne Armee ist das nichts. Wieder falsch, Jungs. Unfucking fassbar. So, hab ich dir gefehlt? Was mich angeht, ich hab dich vermisst. Leswar, verfolg das zurück und ruf einen Luftschlag. Ghost, das ist nicht sehr nett. Was hast du vor? Ich mach meinen fucking Job, das solltest du auch mal versuchen. Mein fucking Job ist, Feinde zu töten. Dazu gehörst du. Bleiben wir doch professionell, Jungs. Captain, lassen Sie mich die Lage beschreiben. Sie wollen Makarov im Sarg haben und ich hab die Nägel. Und was wollen Sie dafür? Meinen guten Ruf. Ich werde so nicht abtreten. Ich will, dass mein Name rein ist. Sie haben Post, Kate. Ich melde mich. Ich habe Namen und Ort. Ich schicke niemanden auf eine Mission. Das ist keine Mission, das sind Infos. Er ist ein verdammter Lügner, Kate. Bei der CIA, John, erkennen wir Lügen. Und du auch. Captain, Deals für Infos kennen wir. Macht keinen Unterschied. Das stimmt. Garrick hat recht, auch wenn ich's hasse. Boss, wir packen das. Johnny, wir beide? Na klar doch. Ihr seht euch vor. Klar?
Was haben wir von Schatten?